Ja, genau, ich komme dem auch gar nicht näher. Ne, kann ich vergessen. Ich schieße auf den. Trotzdem getroffen, ich will mal springen. Das ist nur ein Kopf. Ich wurde trotzdem getroffen, ich konnte mich noch nicht mal bewegen. Verarschen? Ich werde hier nichts benutzen erstmal, selbst wenn ich... Genau, ist klar. Ich kann immer meinen Orb benutzen. Your soul is doomed. Ich überlege gerade, speichern? Ja, einmal speichern. Dann machen wir es mal von vorne. Wenn ich jetzt gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich meinen Orb benutzt. Das ist ja geil. Das ganze Spiel über. Super einfach, super easy. Letzter Boss. Bepisst schwer. Killt mich da mit ein paar solcher Dinger. Pff, lächerlich. Durch den Strahlen überhaupt ausweichen. Alles, das Spiel ist so wir. Story wird gar nie erklärt. Nur so ein bisschen vorangetrieben. Wird ein paar Mal gesagt, ja, die Welt ist böse. Und bitte rette uns doch alle. Dann rennen wir durch irgendwelche wirren Levels und... ja. Machen halt solche Sachen. Toll, ich habe meinen goldenen Orb nicht mehr. Das ist natürlich scheiße. Kann sowieso nichts für anderes. Aber ich kann die Dinger nicht... ruhig gebrochen. Haben wir ja gesehen. Kann ich mich nicht um ein anderes Viech gerade kümmern? Wir müssen mit dem hier. Ja. Viel dazu. Treffen tue ich das Ding auch noch nicht mal. Dann müssen wir es so machen. Wenn es auch lange dauert. Hier können wir einfach so laufen. Okay, oder auch nicht. Boah, das ist nervig. Alles klar. Weiter geht's. Wird sich wahrscheinlich nur um Stunden handeln. Das ist, denke ich, bisher am leichtesten zu besiegen. Oh shit, zu weit vorgesprungen. Oh, war ein bisschen schnell. Voll rein. Die hat nicht mehr viel. Ich liebe das, wenn man einfach im Schuss ist und man sich einfach nicht mehr bewegen kann. Kannst du bitte verrecken? Wie viele Lebensanzeigen hat das Vieh denn? Okay, das Vieh versteckt sich. Sieht es auf gar keinen Fall. Ich bleib mal kurz hier noch stehen. Okay. Klasse. Kommt mir bekannt vor, dieses Viech. Erstmal ballern wir den alles hier kaputt. Wir werden noch ein bisschen noch in der Form. Damit wir ein bisschen Energie auch wiederholen können. Bei dem Viech können wir ein bisschen Schaden zufügen. Ja, so viel zum Thema Schaden zufügen. Alter. Ja. Ja, allerhand Heilkram, also dürfte das nicht so wild sein. Besser benutze ich jetzt was. Sonst wird's knapp. Erstmal einen kleinen vitalen Stern. Einen kleinen Teil, genau. Okay. Ihr habt das trifft uns von näher. Wir sind schon fast auf der gelben. Und die grüne komplett runter. Der trifft uns von hier nicht. Das ist super lustig.
Was ist denn jetzt da? Das sieht nicht gut aus. Okay, die verschwindet. Da geht's, Tentakelviech. Das ist ja der Boss vom Anfang. Okay, jetzt sind alle Bosse vereint jetzt. Ah, geil. Ja, pff. Was soll ich da machen? Ja, pff. Okay. Ja, hallo? Einfach mal draufkloppen. Oh, das Ding verschwindet, glaube ich. Yep. Weiter mit dem nächsten. Holy moly. Was machst du, Lustiges? Ach so, lässt die Welt untergehen. Aha, Energie. Noch so ein Viech. Ah ja, das Ding mit der Luft. Wow! Weiter geht's. Ich hab schon fast die grüne Anzeige runter. Mal ganz eng, glaube ich. So. Einfach mal aus dem Nichts. Ein Schuss kann ich immer ablassen. Weiter, weiter, weiter. Oh, dann mit dem Schuss wieder. Okay, rollen. Schuss, rollen. Schuss, rollen. Schuss, rollen. Ist klar, das läuft gut. Mal wieder einen Schuss mittendrin loslassen. Ja, ne, das war falsch getimt. Das war falsch getimt. Ach shit, jetzt habe ich gebrannt. Komm jetzt zu dem Viech hin und machen das platt. Alles klar. Zum nächsten Viech. Ich muss mich heilen. Ich konnte nicht wegrollen, hat mich dreimal hintereinander getroffen. Super lame. Ey, das ist ja mal... Ey, hab ich schon gesagt, dass das absolut nervt? Kann Fio noch was anderes machen als Luft? Ja, pff. Ändert das Vieh auf einmal die Reihenfolge. Du kannst mir mal. Du kannst mir auch. Ich bin nur an dem Leben interessiert. Nur zwei Energieleisten vor mir, meine Güte. Kurze Verschnaufpause, würde ich mal sagen. Aber wie es aussieht, muss ich mich heilen, weil... Das war mir halt viel gleich platt. Na, das ist doch nett. Nur von der Seite beschießen wäre lustig. Ja, klar! Oh, ich... Ja, genau. Ja, ja, schlag mal daneben. Na, kann ich hier ein bisschen Schaden anrichten? Nö. Boah, was ein nerviger Boss. Aber muss man sich mal ein bisschen konzentrieren. Offen. Wenn mich ein so ein Ding trifft, muss ich mich zur Seite rollen. Dann ist ein nerviger Boss, da muss man super viel Geduld haben. Na, jetzt habe ich gepennt. Na, habe ich dich jetzt endlich. Na, voll. Ich noch den Lamer da drüben. Puh, los geht's. Dann glückt mich ja egal, was ist. Ich muss mich heilen. Obwohl. Doch.
Mein letzter Vitalstern. Nehmen wir gleich die Devil Trigger Anzeige. Machen wir auch gleich voll. Und dann geht's los! Stell mich so viel du willst, ich fährst jetzt zur Hölle. Das Vieh wird jetzt sterben. Schnauze voll. Geh auf komplett Nummer sicher. Boah, das macht Schaden. Einfach hier stehen bleiben. Du bist tot. Hell yeah. Oh Gott, ich wollte aus der Anzeige gehen. Ich hoffe, das war's jetzt. Herrlich. Oh mein Gott, was haben wir denn da? Klasse, ich bin durch alle Items geballert und da kommt noch ein Boss. Ah, geil. Genau, den machen wir auch gleich nochmal mit zwei Anzeigen voll. Schüsse können die mich so annehmen. Cool. Weg, 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 weg. Oh mein Gott, ich hab keine Ahnung, was das Vieh macht. Ich bleib einfach mal in Bewegung. Ja, klar! Absolut klar! Boah! Alter! Ja, geil! Gott! Das Vieh geht gar nicht! Immer in Bewegung bleiben. Schon fast eine Leiste runter. Scheiße. Oh, du tust mir nicht. Ging jetzt ja viel geil. Kann das sein? So, ich hab komplett meine Anzeige jetzt verschwendet. Oh Gott, ich dachte schon, das Vieh trifft mich. Gott. Ja klar. Jetzt hat das Vieh aber auf mich abgezählt, wa? Oh Gott, daneben. Jau! Teleportiert sie einfach hinter mir. Was kommt denn jetzt von Mist? Ja. Ja! Ey! Du kannst nicht mal. Das ist geil, wie mich alles davon immer trifft. Wie mich das immer trifft, das nervt total. Was fiel da runter? Oh mein Gott. Oh ja. Ja! Na, ich bin nah dran. Ich glaube aber nicht, dass ich das schaffen werde. Weil mich jeder Müll trifft und ich wirklich nichts mehr zum Heilen habe. Jupp. Habe ich nicht nur so ein Devil Trigger Dingens oder habe ich wirklich alles verballert? Ja, ich habe alles verballert. Ah, so ein Mist aber auch. Nächste Scheiß trifft mich dann wieder. Ja. Wow, ich habe irgendwas aktiviert. Bäm, geschafft, ausgelöscht. Wie auch immer ich das gemacht habe. Vieh hätte mich fast getötet und ich konnte nochmal in meine Anzeige gehen und super stark werden. Wow.
Das hat Style. Tja, wo bin ich? Finde mich. Boom. Oh yeah. Ich habe keine Ahnung, warum ich so mal zum Schluss so stark geworden bin. Ich habe mich in ein riesiges Monstervieh verwandelt. Yeah. Let's go all the way to hell. Woher auch, wenn man das Motorrad hat. Jedes Knie wird sich beugen. Okay, das war Devil May Cry 2 anscheinend. Boss war zum Ende noch richtig schwer. Ein ziemlich dummer Spruch von Dante noch zum Schluss. Was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Keine Ahnung. 3 Stunden habe ich nur dafür gebraucht. 18 Minuten. Wow. Gut, man hätte noch vielleicht die ganzen Secret Rooms finden können. Dante Disc. Relativ gut, würde ich sagen. Wenige Ds. Boah. Was auch immer das jetzt war. Nun immer ein richtiges Ende. Okay, jetzt können wir das gleiche nochmal mit Lucia durchspielen, aber... Warum? Warum will man das tun? Dante hat ein neues Kostüm. Oh, nochmal Schleichwerbung machen da unten in der Ecke. Geil. Tja, das war wohl Devil May Cry 2. Was ein stumpfes Ende mit einem dummen Spruch von Dante. Ich kann dazu nur sagen, wow. Nach Devil May Cry 1 so zurückzustufen, krass. Naja, okay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, das ganze Let's Play, gebt dem Video bitte einen Daumen hoch. Packt es in eure Favoriten und lasst mich wissen, was ihr zu Devil May Cry 2 zu sagen habt und wie euch das Let's Play gefallen hat. Und natürlich werde ich auf jeden Fall Devil May Cry jetzt danach spielen, den dritten Teil. Und ja, soweit so gut, würde ich sagen. 2 Spiele down. Und was kann man noch zu Devil May Cry 2 sagen? Alles in allem, es ist wirklich scheiße. Das Spiel ist einfach nur scheiße. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich werde dazu noch eine komplette Review machen, werde 1, 2, 3 und nochmal die ganze HD Collection bewerten. Und ja, wie gesagt, Devil May Cry 3 als nächstes. Und wir sehen uns dann später. Macht's gut.